So, hallo, da sind wir wieder. Hab's nach Hause geschafft, einmal ausloggen, einmal einloggen. Hat funktioniert. Und richtig, die HK ist wahrscheinlich oben und das zahlt auch, ne? Ja. Ach nee, Advanced Crypt war es ja, ne? Genau. Ja, ja, der Advanced Crypt, genau. Mal gucken, ob das jetzt wieder geht. Yay, geht. So. Sehr gut. Und, lässt sich's anmontieren? Advanced Barrel kann man ranmachen. Ja, nimm auch das. Nee, habe ich ja nicht. Advanced Crypt, wie sehe ich hier gar nicht zur Auswahl? Der war direkt daneben. Ja, aber wenn ich einfügen drücke, war das nicht so, dass ich... Ich muss es doch nur im Inventar haben, dann mache ich das Menü und dann kann ich es auswählen. Und da kannst du aber kein Grip auswählen. Okay, schade. Dann nicht. Nee. Advanced Grip kannst du dafür nicht auswählen. Dann läuft das nicht unter Automatic Rifle, oder wie? Hm. Dann war ja. Nee, Advanced Barrel, ein AC-UG kann man dran machen. Ich finde, wir finden auch recht wenig von den Krams, ne? Ja, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Gesundheit. Danke, danke, danke. Was frisst denn die Minigun für Munition? Die habe ich noch nie gesehen, die Munition. Das Icon, warte mal. 5,56 mm braucht das okay. Ding. Was frisst denn das? 4 Gunpowder. Danke für die Gesundheit. 3 Gunpowder, 6 Gunpowder. Ach, ich bleibe an jedem Stein hängen. Aber sag mal, die Minigun, die rotzt doch wahrscheinlich ohne Ende raus, ne? Wir haben ja 500 Schuss sind da ja drin. Hast du mal mit der geschossen? Bin ich mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ah ne, ist ein Nullschuss drin. Danke, 500 danke. Kann sie aufnehmen. Aber ich stelle da jetzt keine 500 Schuss her, die ich in 3 Sekunden rausrotze mit der Knarre wahrscheinlich, oder? Also das stelle ich mir teuer vor. Aber vielleicht bringt das auch gar nicht so viel. Ich besorge uns mal eine neue Kuh. Habe ich gerade eine gesehen. Ja, oh. Das mach mal. Ein Schlag ist mir fett. Das kann ich mir eigentlich sparen, solange das Ding nicht ganz durch ist, ne? Das kann ich mir sparen, den Power Core. Ich glaube, das ist nicht sinnvoll. Um die Minigun zu benutzen, brauchst du aber auch den Exosuit. Ach so, ach ist das so? Ach dann, die kann ich ohne Anzug gar nicht nutzen. Weil sieht halt einfach nicht cool aus, oder wie? Hm. Nein. Schade, schade, schade. Hatten wir da nicht was von dem Anzug gefunden? Nee, ne? Ach nee, wir hatten nur diesen Behälter gefunden, ne? In dem der Anzug mal drin war, ne? Richtig, genau. Ja. Kühe haben wir aber 4 Stück, das weißt du, ja? Ja, aber mein Skill ist jetzt besser geworden dadurch. Ich sammle auf, was ich an Tieren sehe, fertig. Außerdem können wir es immer noch schlachten, wenn wir es nicht wollen. Nee, Moment, wir haben Kühe haben wir. 4 Stück. Sag mal. Ja, wir brauchen keine Kuh, wir brauchen Bullen. Asrak. Die nehme ich auch mit, sobald ich ihn sehe. Was ist denn jetzt mit dem Puma hier? Also da bräuchten wir Whistle, Collar, Toy and Pet Stuff. Okay. Mhm. Die ganze Hundeausrüstung brauchst du. Pet Whistle, Fortschreibung. Dann mache ich mir mal fertig hier. Ach nee, ich wollte eben weiter nach Quest mal gucken, genau. Haben wir jetzt ein Schaf unten schon wieder aufgestellt? Es sind noch keine Tiere unten. Wir haben jetzt erstmal, also Futter sollte so um die 500 da sein, damit du mal so ein bisschen das Luft sind hast. 930 Futter. Ja, genau, dass man einfach auch nicht alle 5 Minuten da runter gucken muss, weißt du? Ich meine, blöde Frage, Asrak. Ich bin gerade in dem Questfenster. Da gibt es ja weiße Quest-Texte und graue. Die grauen hat man ja eigentlich schon erledigt. Ja. Aber ich habe hier Husbandry in Action 7-7. Das ist grau. Das heißt, eigentlich habe ich es erledigt. Aber Richtig. Wenn ich das anklicke, steht rechts ein rotes X bei Gather Cloth Fragment mit den Scheren. Und ich war mir auch nicht im Klaren darüber, dass ich das gemacht habe. Und
Und wenn ich dann ja, mal bei Husbandry, wenn ich bei Husbandry in Action 6 von 7 gucke, da habe ich aber auch ein rotes Kreuz. Das kann ja nicht angehen. Ich hatte den 7er ja schon in der Hand quasi. Ja, hatte also, ich auch. Das habe ich auch. Die Sachen, die ich erledigt habe, da sind auch rote X. Das ist egal. Es zählt nur, ob es weiß oder grau ist. Okay, alles klar. Wo ich die Schere überhaupt hingepackt? Hast du eigentlich mal ein Video zu A17 gesehen? Ja, das sagte ich ja gerade. Und ja, natürlich. Ich habe mir die anderen auch angeguckt. Nur ohne Ton, weil ich Matt Mole nicht mit Ton ertrage. Also selten. Ja. Meistens mache ich den Ton aus. Ich sag mal die Hälfte des Satzes, das ich gerade gelesen habe. Ich soll so viele Tiere sammeln, wie ich nur kann. Der Satz klingt ja okay. Ja. Oder nicht? Und was stand wirklich da? Der erste Teil und das, was ich nicht vorgelesen habe. Was hast du denn da nicht vorgelesen? Bei den Mitspielern. Lese es nur vor. Bei mir gibt es Tiere zu sammeln? Hat das jetzt wieder indirekt was mit Ostern zu tun? Nein, so bei den Mitspielern sterben so viele Tiere, er soll so viele Tiere sammeln wie möglich. Ehrlich gesagt, mir sind auch schon so viele Tiere bei Starvation gestorben. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist nicht ungewöhnlich. Nee, das ist einfach, weil man den Kopf voll hat und dann hat man dies, das und jenes und dann hast du dann einen riesen Stall, um den du dich kümmern musst. Das ist ohne Witz. Bei Starvation brauchst du einen Extramann, der sich nur ums Zuhause kümmert und der ist voll ausgelastet. Ja, der darf denn keine Loot-Touren machen. Nee, wir wollen dich aber bei Loot-Touren. Also es sei denn, du sagst, du hast gar keinen Bock auf Loot-Touren. Das ist natürlich was anderes. Ja, aber ansonsten wollen wir dich dabei haben, hallo? Natürlich. Ja, natürlich. Aber immer, ja, auf jeden. Aber sowas von. Ja, aber klar. Ich kann mittlerweile Ironie erkennen, dank meiner Frau. Er hat's gemerkt, verdammt. Nee, Sheldon, alles cool. Also. Powered up, gather plutonium, okay, ja. Scavenging, gather plastic toy soldier, iron toy soldier. Aber Moment, die haben wir noch. Wo haben wir denn unsere ganzen toy soldiers drin eigentlich? Boah, keine Ahnung. Mach mal bitte wieder Munition, wir haben zu viel Federn. Ja, kannst du die nicht? Ach nee, doch, klar, kannst du doch auch, oder? Ja, natürlich, aber ich wollte die Arbeit nicht wegnehmen. Ich bin mit dem Haushalt beschäftigt. Ja, kannst du mal sehen, was das hinterlässt, ne? Mit einem, was das aus einem macht. Das mit dem Bohrer ist so, ich habe noch gar nicht ausprobiert. Ich muss selber schauen, wie das mit dem Bohrer funktioniert. Werden wir nach der Horde aber auch tun. Was brauchen wir denn dafür? Für einen Drill? Wir haben alles. Der Bohrer ist komplett. Ach, den haben wir schon hergestellt. Den hast du schon hergestellt, ja? Ja, ja. Da stehen irgendwo die Einzelteile rum. Den muss man nur zusammenbauen. Okay. Ja, ich habe gerade gar keine offenen Quests mehr. Ja, Cobweb muss ich noch bauen. Gather Metal Frame, Gather Mechanical Parts, will ich mich verscheißern? Das habe ich doch hier alles schon. Gather Konsole, Gather Small Generator, Mechanical Parts. Ich habe doch wie blöd gegathert vorhin. Muss ich die auf aktiv schalten oder was? Wo kann ich denn mal Tomatenpflanzen finden lassen? Ich verstehe. Wir hatten doch Tomaten. Ich hab doch welche wegtransportiert. Nicht eine einzige. Also entweder im Kühlschrank oder bei den Samen. Da sind alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Craft and Big Wenn dann keine Anvil Tomatensamen ist, müssen wir mal schauen, wann wir wieder welche kriegen. Big Anvil. Ist es der Big Anvil? Ja. Metal Frame Craft. So, was haben wir denn noch? Small Deposit, Copper, Konsole. Ah.
einfach im Inventar haben. Ja, ich glaube aber, die Quest hat noch keiner gemacht. Findet man die irgendwie in der Wildnis durch irgendwelche Pflanzen oder? Wo habe ich denn die Tomaten her gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, ehrlich gesagt. Ach, das? Deshalb, weil ich mich ausgelockt habe. Ah, okay. Rote 6 in den erledigten Quest heißt nur, du hast die Sachen nicht mehr im Inventar. Ah, das kann auch sein. Nein, mir geht's nicht darum, dass ich Mad Mole nicht verstehen würde. Also vielleicht versteht man dann den Dialekt ein bisschen schlecht von ihm, das kann schon sein. Mir geht's eigentlich mehr um seine grottige Tastatur, dass er grundsätzlich überhaupt gar nicht vorbereitet ist, obwohl er ja eigentlich sein Produkt, was er verkaufen möchte, vorstellen möchte. Und er ist von seinen eigenen Bugs überrascht. Dass er dann immer wieder, also in jedem Video immer wieder feststellt, dass das geht noch nicht, anstatt das dann einfach mal zu schneiden. Und gut, muss man nicht, man kann natürlich auch sagen, der ist dann halt einfach ehrlich irgendwie, aber er wirkt halt immer überrascht. Er ist also komplett planlos und uninformiert. Ich finde das eine ganz schreckliche, also die allerschlechteste Produktvorstellung, die man machen kann, das, was er macht. Also, ich bin jetzt damit zu Erfolg gekommen mit Windows. Und dann will er immer, was mag sein, und dann, dann will er immer irgendwelche, so, will hier zeigen, wie ein Zombie den Berg runterrollt. Und dann macht er erstmal 10 Minuten nichts anderes. Dann killt er immer wieder einen Zombie nach dem anderen und lobt sich dann immer selber, immer awesome, awesome, awesome. Ja, das ist schön. Nach dem 20. Zombie Berg runterrollen ist halt nicht mehr awesome. Hat man es halt auch schon gesehen. So, das ist halt, ich kann mit den Videos von ihm in der Richtung meistens nichts anfangen, so rein. Rein informativ ist. Ich finde sie einfach schlecht gemacht irgendwie so. Also wir werden mal gucken, wo wir Tomaten herkriegen. Hast du die Soldaten gefunden? Ich weiß, wo sie sind, deswegen. Ja. Okay. Also einen, ne? Wir haben ja nur den Iron Tall Soldier. Den aus Holz haben wir nicht und glaube ich jedenfalls nicht. Und was haben wir noch? Wir haben Iron Man Items zweimal. Ja, das zählt nicht. Wir brauchen die Soldier Toys. Ja, da aus haben wir Blei, aus Plastik und aus Holz. Okay. So, wo war unser Puma? Da. Bei den Tieren. Ein Collar brauchen wir. Collar, Pet Collar. Leder und Duct Tape. Haben wir noch. Ein Collar. Craften wir auch mal. So, was brauchen wir noch? Ein Toy and Pet Staff. Toy and Pet Staff. Nee, ein Toy und Pet Staff. Okay. Pet Toy, das wird es wahrscheinlich damit gemeint sein. Denke ich mir mal. Kraft. Das ist modernes Marketing. Verkauf den Leuten Sachen, die du nicht liefern kannst. Naja, auch darüber, das ist, gut, das machen wir auch. So in der Firma. Also die verkaufen Sachen, wo wir dann mehr wussten, dass wir es programmieren sollen. Da haben natürlich schon Arbeitsstunden ausgemacht und dann wird es für 40 verkauft und wir brauchen 300. Alles schon passiert. Staff, Pet Staff. Moment, Pet Staff haben wir doch eigentlich schon. Na komm, wir wollen jetzt mal nicht geizen. Machen wir noch einen. So, ich habe jetzt gerade Tierzubehör mal hergestellt. Sehr gut. Also für den Puma, aber für den Hund brauchen wir wahrscheinlich denselben Kram. Das ist, ne? Das ist das Gleiche. Das ist alles für alle Tiere dasselbe. Ah ja, stimmt. Aber ein Hund kann ich, ein Hund ist nur ein Haustier. Nee, ein Hund kann ich dressieren und den Puma auch oder wie? Das ist das Gleiche. Ah, ist du hast nur den besseren Hund. Ein Puma ist nur ein größerer Hund, okay. Alles klar. Der geilere Hund. Die Katze ist der geilere Hund. Das wusste ich allerdings schon immer. Das unterschreibe ich. Sehr schön. Bist auch eher Katzenmensch oder so? Ja, hatte früher Hunde, jetzt bin ich Katzenfan. Ach, okay. Ah, das ist ja dann interessant. Nee, also wie gesagt, Hunde sind... im Gegensatz zu einer Katze kannst du einem Hund ja wirklich was beibringen. Die Katze hat einfach keinen Bock. Also es gibt, Katzen sind ja nicht blöd, die können Charakter auch schon... Charakter nennt man das, die haben Charakter. Hund hat einen Herdenführer.
Und ja, die Katze also hat Betreuer. Ein Hund hat ja ein ganz anderes Verhältnis zum Herz. Genau, eben. Ja, eben. Wir haben Betreuer. Also die Katze hat Betreuer, so sieht das aus. Ein Hund hat ein Herrchen. Ja. Ich finde das halt nur so, weißt du, du tust, du hast nichts in der Hand und du tust so, als würdest du etwas werfen. Jeder Hund, also fast jeder Hund, rennt auf alle Fälle erstmal voller Begeisterung los und steht dann irgendwann fest, da ist ja gar nichts. Und dann guckt er dich an und dann freut er sich und dann kommt er wieder zurück und das kannst du unter Umständen auch noch mehrfach wiederholen. Eine Katze, die auch nur ein bisschen was auf sich hält, wird sich nicht einmal einen Meter bewegen, bevor sie nicht irgendetwas in der Luft sieht. Und dann guckt sie dich doof an, das machst du keine zwei Mal, dann guckt sie dich gelangweilt an und haut ab. Und das mag ich so an Katzen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie klüger sind, aber die ticken halt anders, ne? Ein Hund ist da einfach begeisterungsfähig. Eine Katze, die musst du schon umwerben, sag ich mal so. Und ich finde, das macht sie irgendwie sympathisch. Wenn Tini einen Link posten will, muss sie das an dich schicken will oder an wen? An mich ist jetzt gerade schlecht, weil ich ja irgendwie... ich weiß nicht, wer von den Mods da ist. Run, aber ich kann ihr ein Permit geben, sonst... Permit... du schreibst sie mit Unterstrichen, ne, oder? Ich glaube, ich bin mit Unterstrichen geschrieben. 2 Minuten hat sie Zeit. Okay. Ja, ob ich jetzt mal so ein... Ach nee, ich mach erst das Hundefutter noch fertig. Mais, mein Kornmehl war nicht so das Problem. Habt ihr gesagt? Ich guck gerade mal, wo haben wir es denn? Hier gar nicht, wahrscheinlich in der Kiste, ne? Ah, die muss ja im Kühlschrank Kornmehl sein. Ist hier drin noch Maismehl, 163. Ich mache aber nochmal Neues. Ja, 163 ist, warte mal, Dog. Dog Cookie, ey, das ist nicht viel. Alles ich brauch pro Hundekuchen brauche ich 3 Kornmehl. Klaufracken und Forged Iron, ey, mach das weg. Also pro Hundekuchen 3 Kornmehl ist schon gar nicht mal so wenig. Wie viel brauchst du denn dadurch? Ich habe keine Ahnung, wie viel so ein Hund frisst in dem Spiel. Ey, Asak, hast du da eine Idee, wie viel so ein Haustier so... Tu mir einen Gefallen und üb erstmal mit dem normalen Hund, bevor du jetzt einen wertvollen Puna... Nein, natürlich würde ich erst mit normalen, aber hast du eine Ahnung, wie viel der so frisst? Nee. Muss ich passen. Ja, okay. Ich kann mir mal... Ich nehme mir mal 30 raus für 10 Dosen Hundefutter. Ja, mach das mal. Mal gucken. Kornmehl, so 30, schau mal... Okay, nehmen wir uns 30 Stück da raus. Black Age, vielen Dank. Vielen Dank für die Bits. Und Wasser. Black Age, vielen, vielen lieben Dank. Super, Dankeschön. Dog Cookie. Geil. Craft. Bits. Wow, das dauert aber... Oh! Hä? Ei, da kommen immer 500 Kuchen raus. Das sind also 50, die ich jetzt mache. Alter. Und nee, ich mache nicht doppelt, du machst sie fünffachen sogar. Du schuldest mir schon 2,50 Euro. Okay, das ist ein Bunker, der von NPCs bewohnt ist. Das Kind stirbt gerade in den Stacheln. Ihr hört es im Hintergrund. Hä? Das ist ein Chirurg. Und dieser Chirurg sucht seinen Bruder. Wo bist du? Oder was erzählst du denn da? Und ich sag hier, pass auf, bleib hier. Und er hat mir gegeben diesen Schlüssel. Und dieser Schlüssel passt in diese Kiste. Und da drin ist ein kompletter Strahlungsanzug. Ich sehe ihn nicht mal auf der Karte. Spielt überhaupt noch mit uns? Wo bist du denn? So, hier ist auch ganz im Nordosten. Hier ist ein kompletter Strahlungsanzug. Und jetzt können wir damit auch ins verstrahlte Biom gehen. Also es gibt auch Bunker, die von NPCs bewohnt sind, die Apokalypse abwarten. Das ist einer. Hast du ihn gefunden, Will? Ja, auf der Karte. Siehst du doch oben auf dem Kompass, in welche Richtung er ist. Asrak, sprich mal mit uns. Ja, was denn? Was machst du da und warum? Ich habe einen Bunker entdeckt und habe geguckt, ob er bewohnt ist. Er ist bewohnt. Wir haben jetzt natürlich eine Quest angenommen, dass wir diesen Chirurg im bombardierten Biom finden müssen.
Das ist natürlich das richtig üble Biom. Ach so, ja, ich habe ja auch noch eine Quest hier für, Moment, wie heißt es? Red Ape muss ich killen irgendwo. Nur wenn es gerade mir das WLAN-Kabel zieht, dann bin ich WLAN. So, Black Evil! Danke für die Bits. Ich stand im sicheren Gebiet, deshalb hat es keine Wirkung gehabt. Aber Dankeschön, Dankeschön. Das wird nächsten Abend. Und ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mitbekommen habe. Cyber Sylvanus und Nanox. Vielen lieben Dank für die Follows. Was habe ich denn da gerade gemacht, dass ich das nicht mitbekommen habe? Dankeschön. Ups, so. Ja. Ach, Tumi, einen schönen guten Abend. Hey, bist du gerade erst rein? Warum hast du dich gemutet, Will? Weil ich gerade mit dem Chat gesprochen habe. Ich muss ja ständig den TS damit werfen. Habe ich jetzt gelernt. Du kannst ja einfach mal reinhören, dann, wenn du meinst, ich würde was verbergen, aber ich finde es nicht notwendig, dass ich immer mal mitspiele irgendwie damit dann nerve. Sehr cool. Kein Problem. So. Sieht aus wie ein Schwimmbecken. Ah, wir brauchen was Schöneres. Der unten muss auch irgendwo bleiben können. So, das machen wir noch auf. Beim Asphalt? Ja. Ich habe in die Tierekiste nochmal 660 Animal Feed als Reserve hingepackt, ne? Perfekt. Ja, sehr gut. Wo ist mein Bike? Schade, dass man die nicht... auch hier hinstellen, ne? Was glitscht da so doof rein? Dazwischen kann er doch eigentlich gut. Ah, das kann man wieder aufnehmen. Ah, das ist gut. Das wusste ich nicht. Perfekt. So, ich komme wieder zurück. Ich habe nämlich eine Infektion und ich habe Hunger. Das ist gut. Und ich habe geilen Loot dabei. Eine Mini-Badewanne, ja. Okay, ich nehme mal den weiblichen Hund hier. Ja. Da kann man nämlich mal mit dem üben und Erfahrung sammeln, auch was sie so fressen. Soll ich denn irgendwelche Tiere unten wieder freilassen? Wenn wir Futter haben, wenn alles glatt geht. Logisch. Was soll ich nehmen? Zwei Kühe? Ja, gerne. Ja, ja. Also die männliche und eine weibliche Ziege, dann vermehren die sich wenigstens. Ja. Also das könnte man mal versuchen. Ja, so. Also NPCs warten halt dann sozusagen, haben ihre Base gemacht, so wie wir unsere Base haben, haben die ihre Base in dem Bunker halt. Okay. Es ist kein Regen. Wie frisst der Hund dann womit? Der geht zu diesem Napf, den du dann befüllst. Du musst aber Wasser und Essen reintun. Und zwar so und in diesen Napf. Du siehst dann auch, dass diese Hundeknochen drin liegen. Und du siehst, dass Wasser in dem Napf ist. Also was falsch gemacht. Den Dogbowl sieht nicht so. Wenn ich den in die Hand nehme, habe ich einen Sack nur in der Hand. Ich kann ihn auch nicht abstellen, den Dogbowl. Doch, doch, doch. Kann ich nicht. Irgendwie geht das. Also den wir... Ach ja, klar. Weil die Dogbowl, die wir haben, ist zum Scrappen gedacht. Hä? Dass die Dogbowl, die wir haben, die ist nur zum Scrappen gedacht. Das ist nicht das Item, was wir suchen. Wir brauchen okay. Einen... Also einen selbstgecrafteten. Ja, das Ding heißt auch komplett anders. Ah, okay. Sieht aber gleich aus, ne? Nein, auch nicht. Auch nicht, gut. Dann bin ich mit Raten fertig. Okay. Ja, ne, der Hundenapf ist einfach nur eine Aluschüssel, eine kleine Runde, die auf dem Boden steht. So. Ja, genau. Und das andere ist etwas mit einem Gestell, wo oben zwei Dinger dranhängen. Also so 30 cm vielleicht hoch, keine Ahnung. Also einen kleinen Hund kannst du dir da nicht halten. Der kommt da gar nicht ran. Natürliche Auslese.
So, ob ich nochmal Holz. Was? Aber wieder mal, ich guck gerade, haben wir noch Holz? Ach ja, wir haben so viele Bäume da draußen, ich weiß gar nicht. Ich lasse die einfach mal stehen, ne? Die Bäume. Infektionsstufe 1, okay. Ich habe den ganzen Tag, seitdem wir den Loot-Ausflug beendet haben, habe ich auch noch nicht wirklich was Sinnvolles gemacht, habe ich festgestellt. Nicht? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe schon einen kompletten Strahlenschutzanzug für uns zusätzlich geholt. Och, das ist ja. Sag mal, die Kiste müssen wir auch mal ausräumen, ey. Welche denn? Strahlenschutzkiste. Okay, die weiß ich nicht, wo die ist. Gute Kleidung, da sind die ganzen Strahlenschutzdinger drin. Jetzt eine zweite Hose. Alter, mal einmal sortieren. Ich hab die Kisten, die beiden, habe ich versucht, vor euch aufzuräumen. So, ich habe den Fertilizer mal in beide oben aufgeteilt und überhaupt das Crafting nochmal angeschmissen, weil ich habe ja Quicker Crafting geskillt. Aber ich habe sie vor allen Dingen auf beide jetzt aufgeteilt, weil wir haben mit der anderen Chemiestation haben wir momentan überhaupt nichts zu tun. Sag mal, meine Frage. Wie kann ich, weißt du, ob ich den Hund nachträglich aufnehmen kann? Gute Nacht, Master Tox. Wie, nachträglich aufnehmen? Nee. So. Soll ich dann den Napf nicht vielleicht lieber unten irgendwo platzieren? Weil wenn ich nämlich den Hundenapf hier oben, der dann kriegen wir im Leben. Ja, klar, so gut wie die NPCs? Ja. Du erkennst das Problem? Ja, ich weiß. Eben, der kommt doch hier niemals lebend an, oder? Ich würde gerne lügen. Da folgt mir der Hund. Ja, den kannst du ja auch Befehle geben. Ja. Und mit der Pfeife, mit der Hundepfeife kannst du ihn dirigieren. John, sei Dank für den Follow. Hm. Also ich habe jetzt gerade erstmal das Bedürfnis, den Hundenapf nicht hier oben abzustellen, sondern dann lieber unten draußen oder sowas. Mhm. Ich habe das Gefühl, das geht in die Hose sonst. Tu das, mach das. Ressourcen. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Nochmal X-Red, okay. Wieso kocht die Köche nicht? Aha. Ab und zu, glaube ich, muss man die NPCs mal anstupsen und dann denken sie so, oh verdammt, ich bin erwischt, ich arbeite jetzt wieder. Das war ganz merkwürdig mit denen. Okay. Wasser muss da auch rein, ja, ne? Wahrscheinlich ein Eimer. Ja, da muss Wasser rein. Das war eine Hunting Rifle. Ja, genau, ich würde den. Lass den Hund oben? Nee, warum soll ich den Hund denn oben lassen? Warum, Alkentora? Das wird nicht gut gehen, warum nicht? Also, da brauche ich mehr Informationen, um darauf einzugehen. Weil, wir wollen den Hund ja auch abrichten. So, und das kann ich halt nicht oben machen. Denke ich mir. Es sei denn oben auf dem Dach, aber ist ja auch ein Hundeleben dann, ne? Nee. Dach ist doch scheiße. Aua, im tiefen Bunker. Weil er nicht Spikes läuft, er läuft ja nach. Ja, aber ich kann doch dem Hund auch einen Befehl geben und sagen, bleib da sitzen, oder? Das muss doch gehen. Sehen wir dann gleich. Das sehen wir gleich. Also wenn der Hund mir immer nachläuft und ich kann ihn nicht steuern, dann stirbt der Hund, sofern ich einmal vors Haus gehe. So einfach ist das. Gut, das ist auch ein Lernprozess, sag ich mal. Der Puma muss anders untergebracht werden. Weil dann kann der Hund auch sterben, wenn... Aber mir stirbt, wenn er mir rausläuft oder wenn er reinläuft. Das ist egal. Also ein Eimer Wasser kommt dann nicht rein.
Gläser kommen da auch nicht rein. Ich weiß gar nicht, was da rein soll in den Hunden. Ich glaube, Molky Water war es. Echt? Muss man ausprobieren. Ja, ja, irgendein Wasser war es. Irgendein Glas Wasser. Ich glaube, es war Brachwasser. Also ganz nicht abgekochtes Wasser. Muss man ausprobieren. Ich will den Hund nicht einsperren. Ich will mit dem Hund draußen durch die Gegend laufen und Ball spielen. Richtig so. Also abgekochtes Wasser ging nicht, Eimer ging auch nicht. Ich versuche es jetzt mal mit Murky Water. Ja, Murky Water war das, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern. Carveras sind gut. Stahl fehlt. Nee, also ich sehe immer noch nichts in dem Napf. Ich sehe links die Knochen. Und auf der rechten Seite sehe ich aber nichts. Ich habe keine Ahnung, was man da reinpacken muss, damit das klappt. Es ist ein Trockendog. So. Ach ja, Cans of Murky Water. Trockendog. Bowl of Water, ja, lese ich gerade. Velvet's richten. Ich glaube, wir haben, Es sein, dass wir schon 30 Minuten haben mit der Aufnahme? Ja, habe ich auch gerade gesehen. Hast du absolut recht. Dann müssen wir uns auch schon wieder verabschieden. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt noch ein paar Dosen. Naja, nicht so richtig. Könnt ihr alle mal ein paar Dosen essen? Obwohl, nee, weil ich stelle mal welche her. Okay, ja, dann verabschieden wir uns und sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nächstes Mal wieder. Tschüss.